Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 20 Karriere. So, wir spielen heute gegen Köln. Und wie ich gerade sehe, ist das nicht mal unser letztes Spiel in der Hinrunde, obwohl das in der realen Bundesliga unser letztes Spiel war. Weil ich sehe auch hier gerade außen, dass wir halt gegen Köln noch ran müssen und danach gegen Mainz am 31. Dezember. Aber es sind ja auch nur zwei Spiele bis 16, da fehlt ja auch noch eins. Mysteriös, mysteriös. Gucken wir uns das einfach mal an, was da passiert und ja. Also auf jeden Fall ist erstmal gegen Köln nicht das letzte Spiel in der Hinrunde. Aber das vorletzte Spiel des Jahres. So, Alternativen können wir. Dann machen wir so. Alles klar, sind alle fit? Ja, sieht gut aus. Muss auf jeden Fall nach dem Spiel noch was im Off machen. Aber wie gesagt, das mache ich im Off. Das braucht jedes alles nicht mitbekommen. So, Elfmeterschießen ist eine gute Sache. Ich weiß mir nicht, wie es geht. Okay. Ah, okay, wenn ich zurückgehe, dann geht er auch nur mit, also muss da bleiben. Ist gar nicht so einfach. Ich weiß, beim letzten Elfmeter, den ich im Spiel hatte, hatte ich ja hier hingezielt ungefähr, glaube ich. Oder unten, ich weiß gar nicht. Und dann genau, ist dann mich noch weiter nach rechts gegangen. Und deswegen bin ich daneben geschossen, obwohl ich gar nicht weiter nach rechts gezielt. Boah, warum ist denn das Zielen so schwer, Alter? Das haben sie echt blöd gemacht, dass man das so machen muss. Dass man da halten muss. Na egal. Auf zum Spiel. Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. 1. FC Köln gegen Werder Bremen. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Das dürfte heute ein Leckerbissen für alle Freunde des Offensivfußballs werden. Alles ist angerichtet für ein Fußballfest. Ich glaube, das wird ein wirklicher Leckerbissen. Ist ja auch kein Wunder, wenn sich diese Offensivkräfte gegenüberstehen. Ratschitz hat ja gebombt im letzten Spiel gegen Başakşehir. Mit seinen 6 Toren. Und ich habe nicht mal mit Absicht immer zu ihm gespielt. Er war auf einmal vorne mit dem Ball. Da habe ich nicht immer reingeschossen. Ne? Gucken, ob sich das in der Rückrunde so weiterspielen kann, damit wir zumindest in UEFA-Pokalplätzen wieder sind. Also Europa League-Plätze. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung. Glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Der 1. FC Köln hier mit dem Anstoß. Es kann also endlich losgehen. Milot Rashica. Der Junge, der geht schon wieder ab. Ganz sicher. Der geht schon wieder ab, der Kerl. Ne? Das war so schnell geworden. Das Pressing ist da. Schade. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Ah, warum denn dahin? Der Ball ist weg. Jetzt ein Gras gespielt, hat einer von mir gesticht. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Klasse Zuspiel. Marcel Risse. Mit viel Auge holen Sie sich da den Ball. Klasse. Da passt er auf und hat den Ball. Birger Verstrate. Sauber gelöst. Er holt sich den Ball. Jetzt nervt natürlich der Mauszeiger, ne? Ganz enges Rennen an der Tabellenspitze, Buschi. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Spielen entwickelt. Also ganz ehrlich, hoffentlich bleibt es spannend. Jetzt haben sie den Ball wieder.
So. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Ganz energisch. Flanke jetzt. Da sind Sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Keins. Aber er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Jetzt die Flanke. Ja, die Flanke bringt nichts ein. Ganz wichtig, dass Sie da zur Stelle sind. Klassen. Füllkrug. Guter Pass. Leonardo Bittencourt. Schade. Ah, ich hätte selber machen müssen. Herber draufballern. Da wollte ich mir zu sicher machen. Birger Verstrate. Nein, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Schönes Zuspiel. Und jetzt die Chance. Schade. Da passt der Klasse auf. Oh, jetzt habe ich es gesehen. Hätte ich mir zurückgepasst. Da hat der Spieler eigentlich alles richtig gemacht und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Er kann es nicht fassen. Ah, da passt er nicht auf. Und jetzt der Schuss. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Leonardo Bittencourt. Ah, das sieht gut aus. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Oh, Flackenroll gar nicht versuchen, das funktioniert im Spiel nicht mehr. Aus, aber der Ball ist erstmal weg. Cordoba. Keins. Das funktioniert leider im Spiel nicht mehr. Birger Verstrate. Skiri. John Cordoba. Sieht gefährlich aus. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Tja, das ist unverdient. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Aber das passiert, wenn FIFA Tor schießen will. Ja, er behält die Übersicht und setzt den Mitspieler perfekt ein. Wir schauen nochmal kurz auf den Treffer mit Köpfchen. Und wir halten fest, da hat sich das Training wirklich ausgezahlt. Die Sorgenfalten auf seiner Stirn werden immer tiefer. Wie reagiert er jetzt auf diesen Rückstand? So, damit geht's weiter. Der FC liegt hier vorne. Jetzt zuckt das Auge, Alter. Milos Veljkovic. Ballverlust. Meine Fresse, Alter. Was ist denn das schon wieder für ein Blödsinn? Ich kann schon wieder nicht angreifen. Das könnte vielleicht was werden. Er war zuletzt dran, es gibt Ecke. Ja, das glaube ich. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt. Gutes Timing vom Torhüter. Einwurf Köln. Cordoba. Boah, gib mir den Ball her, Alter. Skiri. Könnte mit eh nichts anfangen. Außer irgendwelche Glückstore schießen. Jetzt hat er den Ball wieder. Boah, ey, Körpereinsatz ist ein Foul, oder was? Jetzt mit dem Freistoß. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Nichts, weil sie eigentlich schlecht sind. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Hier das nächste Spiel der Gastgeber in der Bundesliga. Füllkrug. Klassen. Ja, genau. Birger. Ja, das ist kein Foul. Marcel Risse. Abwehr muss aufpassen. Weiter die Kölner. Aber jetzt ist der Ball doch weg. Sie müssen schneller den Abschluss suchen. Ja, warum? Wie lange ist denn der scheiß Vorteil? Das ist eine gute Position.
Es kann doch nicht sein, dass der Vorteil immer 30 Minuten lang ist. Er hält den Ball fest nach diesem Freistoß. Ludwig Augustinsson. Auf außen ist jetzt Platz. Was macht er draus? Da ist die Chance für die Flanke. Den Ball hat er gut geklärt. Chance lebt noch. Ah, klasse. Oh, ich gewinne einfach kein Kopfballduell. Das ist wieder so FIFA-like. Füllkrug. Niklas. Und jetzt die Chance. Fällt das Tor doch noch? Man stolpert doch nicht. Geh hin. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Das ist doch wieder echt. Also da dürfen Sie sich wirklich beim Keeper bedanken, dass die Führung weiterhält, die knappe Führung. Aber wenn das so weitergeht, dauert es nicht mehr lange, dann fällt das Tor. Er ist da und kann den Ball hier klären. Halt mich nicht fest, Mann. Milo Drašica. Leonardo Bittencourt. Die Möglichkeit zu flanken. Ab jetzt vielleicht. Alter, wie viele Leute haben die da plötzlich? Alle 11 oder was? Und dann nochmal 11 auf dem Platz? Regulär gespielt, toller Pass. Gefährlich. Ball her, du kannst doch den nicht sagen. Sauber vom Ball getrennt hier. Hier wird der Lacombe besser dargestellt, als wir eigentlich sind. Der Rotte. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Oh, jeder normale Zweikampf wird als Foul abgepfiffen, Alter. Das ist echt miserabel programmiert von FIFA. Und die hauen mich immer weg und es gibt keinen Freistoß. Kann er was draus machen? Schöner Pass. Dumm. Zur Pause steht es 1-0, ein knapper Vorsprung. Es fängt wieder an, Alter. Es kann weitergehen. Anpfiff zur. Nach dem letzten Spiel dachte ich, FIFA hätte das Problem gelöst. Nein, haben sie nicht. Der Ballverlust. Ja, das war klar. Ich war doch nirgendwo anders im Spiel. Natürlich breiter Ball, natürlich auch so, dass der Gegner Ball kriegt. Also. Pass auf den Flügel. Gute Aktion jetzt. Da ist die Hereingabe. Warum kommt keine scheiß Flanke durch? Es kann doch nicht sein, dass im Auto automatisch jemand richtig steht, ey. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Das hat mir geboten. Wichtig war natürlich sein Glückstreffer, ne? Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Füllkrug! Boah! Da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Spiel ist schon wieder so grottennervig einfach. Die nächste Partie der Bremer steht an und gegen wen es geht, zeigt uns die Einblendung. Es geht gegen den ersten FSV Mainz 05 im nächsten Spiel in der Bundesliga. Da fällt einem eine Prognose. Was ist das denn? Die beiden Schinken sind nicht fehl. Und Schein. Klassen. Milo Drašica. Der Angriff könnte was werden. Ja! Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Da machst du als Torwart natürlich nichts aus der Entfernung. Nee, das stimmt. Kein Vorwurf. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Bei Werder Bremen gibt es eine Auswechslung, Buschi. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ich darf ja keine Zweikämpfe machen, sonst wird es voll abgepfiffen. Aber er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Sie verlieren den Ball. Kriegen die wieder einen Eckball. Ecke in die Mitte. Ball wird schön verlängert.
Rafael Chichos. Risse. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Ball im Aus, es gibt Ecke. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Gut aufgepasst, weg ist der Ball. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. John Cordoba. Ja, könnte was werden. Klasse vom Verteidiger. Blockt die Flanke ab. Jetzt die Flanke. Stark gehalten. Der Kopfball ist nicht drin. Ja, ich kann den Frust verstehen, wenn du als eigentlich stärkeres Team dann doch nur dem Remis entgegengehst. Das ist bitter. Aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Sie haben. Boah, das war ein Foul. Hab ich gesehen. Das ist alles halbherzig. Nein. Schönes Zuspiel. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Ball kommt aufs leere Tor. Ist sie verarschen? Boah, spielt doch mal Fußball. Alles offen. Muss der Treffer sein, weiß er selbst. Das war schwach. Bei Werder Bremen gibt es eine. Als ob ich mir vorne hingepasst hätte. Wie das dann gleich auf dem Rasen aussehen wird. Auch in taktischer Hinsicht. Warum wird das nicht abgepfiffen? Das war ein Foul. Will den Ball, sehr aktiv im Moment. Noch sind na, dann lauf nicht. 20 Minuten zu absolvieren. Louis Schein. Super aktiv. Lauf doch anders, du läufst in den Gegner rein. Du bist dein Laufweg ist in den Gegner rein, Alter. Statt. Der gut dazwischen weg. Gott. Macht er gut. Ja, energischer Vorstoß. Er bekommt Hilfe. Nee, bekommt er nicht. Milo Drašica. Ballverlust. Ach, schade. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Er hat Zeit, jetzt eine gute Flanke. Michael Lange, ja! Der neue Mann macht das Tor, da ist die Führung. Und da darf sich natürlich der Trainer auf die Schulter schlagen. Alles richtig gemacht. Das war die erste Flanke, die richtig gut funktionierte. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Hier kommt also nochmal der Kopfballtreffer. Ja, so macht man das. Da stimmen einfach die Abläufe, die man hier nochmal deutlich erkennen kann. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Niklas Hauptmann. Birger Verstrate. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Beim ersten FC Köln gibt es einen Wechsel jetzt. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal frisch mit. Wag Frede. Ludwig Augustinsson. Könnte jetzt was werden. Füllkrug. Da kommt der Pass. So, der Ball ist erstmal weg. Lauf hin! Ah, der nächste tolle Pass. Ich drück ja vorne, bleib stehen, Alter. Bader. Huch. Wenn du auf Schießen, also auf Angriff gedrückt. Da wäre jetzt Platz. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Ich komme auch nicht mehr ran in die Spieler. Unaufhaltsam. Gute Aktion. Natürlich steht da keiner. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Kingsley Schindler. Und den Ball hält der Torhüter fest.
Wesley Schindler. Mit der vielleicht letzten Aktion könnten sie hier noch den Ausgleich packen. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Er wollte seinen Fuß gerade ausfahren und zum Abfangen. Dann hat er wieder zurückgezogen. Cordoba. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihn wohl doch zu schaffen. Cordoba ist immer noch verletzt. Ist er nochmal drauf? Ich dachte, er ist jetzt noch drauf. Stören jetzt. Also. Das Spiel ist vorbei. Der Unparteiische hat abgepfiffen. Leider kein gutes Wetter heute, aber die Teams haben das Beste draus gemacht. Ja, das kann man wohl sagen. Gutes Spiel bei dem Sauwetter. Klasse. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Der erste FC Köln hier mit dem Anstoß. Es kann also endlich losgehen. Schönes Zuspiel. Und jetzt die Chance. Das ist der Klasse auf. Ball an den langen Pfosten. Das sorgt aber keiner ist mit dem. Dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Klasse. Milot Rashica. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Das war lustig. Ich habe eigentlich das leere Tor. Viel weiter weggehauen. Aber er macht ihn nach vorne hin. Nicht nutzen können. Alles offen. Muss der Treffer sein, weiß er selbst. Das war schwach. Zeit, jetzt eine gute Flanke. Ja, Laufweg von Michael Lang war richtig gut in dem Moment. Michael Lang! Der neue Mann macht das Tor, da ist die Führung. Und da darf sich natürlich der Trainer auf die Schulter schlagen, alles richtig gemacht. Ich habe den nicht eingewechselt, damit der Tore schießt eigentlich. Ich habe den eingewechselt, damit der hinten weiter stabilisiert. Naja. Das war dann das. Alles klar, dann sind wir auf Platz 7 vorgerückt. Also erstmal das Training durchschauen hier. Simulieren bis zum nächsten Spiel. Es ist ja eigentlich irgendwie Winterpause, pipapo. Geschäftsführer, ich möchte Sie darüber informieren, dass Leverkusen bereit ist, die Freigabesumme für Yuya Osako zu bezahlen. Die Verhandlungen mit Yuya Osako haben begonnen. Es liegt nun am Spiel, ob er bei uns bleibt oder zu Leverkusen geht. Wenn Sie ihn behalten möchten, sollten Sie schnell... Nee, ich habe das ja selber gemacht. Ja, das war ja vom letzten Mal noch. Ich habe den ja auf Dings gesetzt. Aber 12,7 Millionen ist schon ganz gut. Ja, das nehme ich mal so hin. Sporting wir den auch haben. Interessant. So. Langkamp. Ich habe mich vollständig von meiner ausgekugelten Schulterverletzung erholt und hoffe, dass ich heute wieder zur Mannschaft gehöre. Schön, dass ihr da bist. Genau, weil der gehört ja eigentlich zur Startelf. Den habe ich denn dafür rausgenommen. Reingepackt. Ich glaube Velkovic, ne? Wie gut war Langkamp eigentlich? 75. Das glaube ich eigentlich gar nicht. Warum ist Topak eigentlich draußen? Von Werten her ist er doch viel besser.
Ich muss sowieso gucken, ey. Ich habe eigentlich viel zu viele Abwehrspiele auch. Und dabei sind die Hälfte nicht mehr noch nicht mal von denen gut. Ich mache das jetzt erstmal so. So, also das Spiel ist das Spiel gegen Mainz und ich verabschiede mich für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dann, ciao.